Heute geht es um das Team, das uns international in der letzten Saison so viel Freude bereitet hat. Warum Innenverteidiger-Deals immer wahnsinniger und immer wichtiger werden. Und was eigentlich inzwischen bei Problemkind Gareth Bale los ist. Und damit moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Transfermarkt-Show. Cool, dass ihr wieder dabei seid. Wir starten auch sofort und zwar mit der SGE. Die haben sich im letzten Jahr wirklich in alle Herzen jedes Fußballfans gespielt. Der Teamzusammenhalt war mega besonders, aber der Kader ändert sich in dieser Saison extrem. Sebastien Haller wechselt für 40 Millionen Euro zu West Ham United. Der 25-jährige Franzose unterschreibt einen 5-Jahres-Vertrag bei den Hammers und kriegt ein Gehalt von 5 bis 7 Millionen Euro. Ist natürlich ganz witzig, weil im März hatte er noch in einem Interview das gesagt. Ich werde Frankfurt nicht verlassen im Sinne von, ich hau jetzt ab. Es müsste schon ein Club sein, zu dem ich unbedingt hinwollen würde. Ich werde auch nicht aus rein finanziellen Gründen gehen. Das ist ausgeschlossen. Naja. By the way, Jovic und Haller haben gemeinsam 32 von 60 Frankfurter Bundesliga-Toren in der letzten Saison gemacht. Wenn jetzt auch noch Rebic geht, der übrigens aktuell für 40 Millionen bei Atletico Madrid im Gespräch ist, dann sind das insgesamt 41 von 60 Hütten. Das sind mehr als 2/3 aller Tore. Und irgendwie hört man so gar nichts von potenziellen Nachfolgern. Und deshalb wollen wir jetzt von euch wissen, wen könnte, sollte, müsste die Eintracht holen, damit sie in der neuen Saison nicht völlig einbricht. Das nötige Kleingeld müsste jetzt eigentlich da sein. Allein nach Jovic und Allers Transfer hat man über 100 Millionen Euro eingenommen. Aber das braucht man jetzt auch, um zum Beispiel wichtige Stützen wie Hinteregger oder Trapp zu holen. Aber Kevin Trapp ist aktuell wohl beim FC Porto im Gespräch. Die haben ein Angebot über 6 Millionen Euro abgegeben. Und da sucht man ja auch aktuell nach einem Nachfolger für Iker Casillas, der zuletzt mit ernsthaften Gesundheitsproblemen gestruggelt hat. Außerdem kommt hinzu, dass PSG wohl ein erstes Angebot der Eintracht abgelehnt hat. Da muss man also noch ein bisschen kämpfen. Und dann gibt es da ja auch noch Martin Hinteregger, der wohl jeden Tag in Augsburg an seine Rückkehr an den Main denkt. Hashtag FreeHinti. Aber auch da hakt es. Aktuell herrscht wohl Funkstille zwischen Augsburg und Frankfurt. Da muss also noch ein bisschen gepokert werden. Von Innenverteidiger Hinti gehen wir jetzt einmal rüber auf die internationale Bühne. Auf dieser Position ist nämlich aktuell richtig Feuer. Die Preise für die Jungs werden in noch nie dagewesene Höhen getrieben und maßgeblich beteiligt an dieser Entwicklung ist definitiv Liverpool. Die haben nämlich damals mit 85 Millionen für Virgil van Dijk die Messlatte ordentlich hochgesetzt. Und wir wollen uns jetzt einfach mal die aktuellen Beispiele angucken. Abdou Diallo haut nach einem Jahr beim BVB wieder in seine Heimat ab. 5-Jahres-Vertrag bei PSG, 32 Millionen plus 2 weitere Bonus-Mios gingen da über den Tisch. Und wir wollen jetzt mal anschauen, was das eigentlich für beide Seiten zu bedeuten hat. Zum einen wartet Thiago Silva in der PSG-Abwehr auf ihn, der übrigens auch Top 10 der aktuell teuersten Innenverteidiger ist. Und von dem kann er sich echt auch noch einiges abgucken, vor allem im Passspiel, und zwar egal auf welcher Distanz. Und wenn man Akanji und Diallo jetzt nochmal gegenüberstellt, muss man eigentlich auch ganz klar sagen, dass der BVB auf jeden Fall die richtige Entscheidung getroffen hat. Aber es geht noch weiter mit teuren Abwehrmännern, und zwar mit dem wohl neuen teuersten. Es geht um Harry Maguire. Das ist der Mann, der übrigens vor 4 Jahren noch in der zweiten englischen Liga gezockt hat, legte dann eine ziemlich griffige WM aufs Parkett und jetzt soll er teurer werden als Virgil van Dijk himself. 89 Millionen will Manchester an Leicester überweisen. Aber die Frage ist natürlich, ist das überhaupt gerechtfertigt? Und diese beiden Million-Dollar-Babes, die nehmen wir jetzt mal ins 1 gegen 1. Im Zweikampfverhalten hat Harry noch den Hauch eines Vorsprungs. Ansonsten ist die Kräfteverteilung hier auf jeden Fall eindeutig. Und zwar sehr. Weder im Passspiel noch im Lauf- oder Defensivverhalten kann van Dijk geknackt werden. Sagt vielleicht einfach einmal mehr über den Transfermarkt aus, dass da echt einiges schiefläuft. Die Fans sehen das übrigens so. Typisch Manchester United, durchschnittliche Spieler für viel Geld holen und sich dann wundern, warum man keinen Erfolg hat. Wie seht ihr das eigentlich? Und dann gibt es natürlich noch diese Personalie, habt ihr wahrscheinlich eh schon gehört, aber darf selbstverständlich nicht fehlen, weder in unserer Show noch in dieser Reihe. Es geht natürlich um Matthijs de Ligt.
Für 75 Mio schnappt sich jetzt Juve, das Supertalent von Ajax Amsterdam. Und vielleicht hat ja sogar Cristiano Ronaldo himself einen gehörigen Teil dazu beigetragen, denn wir erinnern uns an die Szene nach dem Nations League-Finale, als Cristiano De Ligt den Wechsel zu Juve rät. Damals hat De Ligt einfach noch gelacht, weil er es so wild und abwegig fand. Ja. Und jetzt ist er da. Und wer weiß, nachdem Van Dijk der Schlüssel für Liverpool zum Champions League-Erfolg war, vielleicht ist er jetzt De Ligt der X-Faktor für Juve. Unseren Abschluss heute macht der Jute Gareth Bale. Der Beef mit Real Madrid reißt nicht ab und die Madrilenen treiben inzwischen wohl seinen Preis wohl immer weiter in die Tiefe, weil sie ihn unbedingt loswerden wollen. Jetzt ist offenbar Bales Ex-Verein Tottenham Hotspur auf den Zug aufgesprungen und sind bereit, 50 bis 60 Millionen für ihn zu bezahlen. Es gibt allerdings ein großes Aber. Bale ist trotz allem nämlich nicht bereit, Abstriche bei seinem Gehalt zu machen. Das liegt aktuell bei 17 Millionen netto. Die Spurs können das aus wirtschaftlichen Gründen wohl aber nicht bezahlen, sondern nur die Hälfte. Und jetzt liegt der Ball wieder bei Real Madrid, diese zweite Hälfte für die nächsten 3 Jahre zu übernehmen, nur um den ungeliebten Sohn aus dem Haus zu kriegen. Wisst ihr Bescheid? Sollte der Deal zustande kommen, würde es bei den Spurs in der Offensive aber auch eng werden. Im direkten Vergleich mit Heung-min Son zum Beispiel sieht es auch gar nicht mal so rosig aus für den bockigen Bale. Zwar hat er im Stellungsspiel vor der Bude die Nase vorne, aber ansonsten muss er sich erstmal hinten anstellen. Und vielleicht würde ihm ein bisschen Demut sowieso mal ganz gut tun. Anyways, wir können keine Millionengehälter zahlen. Wir würden uns aber mega freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, fleißig kommentiert und in der nächsten Woche zu einer neuen Folge Transfermarkt Show wieder reinschaltet. Bis dann.